Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sie sind richtig im Gesundheitsfernsehen und heute haben wir eine spannende Sendung zu einem Gerät, das mit einer Sinusschwingung arbeitet. Und diese Sinusschwingung hat eine besonders gute Wirkung auf den Körper und es gibt eigentlich fast nichts, sage ich jetzt mal, was man damit nicht positiv beeinflussen kann. Und wir wollen es uns heute mal in Action anschauen, wie man so schön sagt. Und dazu habe ich zwei ganz sympathische Gäste bei mir, die das Ganze auch beruflich einsetzen für ihre Klienten, für ihre Patienten. Bei mir sind Helmut Lülf und Roswitha Lülf. Er ist Physiotherapeut und Heilpraktiker und Roswitha ist Sport- und Wellness-Therapeutin. Und sie werden uns das System heute mal vorführen und deshalb lade ich Sie ganz herzlich ein zu einer spannenden Sendung. Bleiben Sie dran, wir starten gleich. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo Alexander. Liebe Roswitha, Entschuldigung, dass ich zuvor den Mann genannt habe. Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, du stehst da drüber. Ne? Da stehe ich drüber. Genau. Sehr gut. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Du hast schon mal deine Geschichte von deinem Bandscheibenvorfall erzählt und wie dir da ein Schwingungsgerät, ein Frequenzgerät ganz gute Dienste geleistet hat. Ja. Und ihr habt das mittlerweile auch schon seit langer Zeit im Einsatz, auch für eure Patienten und für eure Klienten. Genau. Und vielleicht sprechen wir es nur mal ganz kurz an, damit wir die Zuschauer noch mit auf die Reise nehmen, die noch gar nichts von diesen Schwingungsgeräten gehört haben, was es macht, auf welchem wissenschaftlichen Hintergrund das Ganze beruht und warum es sich positiv auf unseren Körper auswirkt. Vielleicht darf ich dich dazu fragen, Helmut. Gerne, bitte. Gerne, ja. Das Gerät heißt C-Wave und in diesem Namen ist eigentlich schon alles verpackt. C für die Sinuswelle und Wave eben die Welle. Und diese Sinuswelle, diese Schwingungen, die das Gerät erzeugt, macht das über zwei Platten, die alternierend voneinander auf und ab sich bewegen. 7 mm insgesamt, 3,5 runter, 3,5 hoch. Und diese Schwingungen tun unseren Körper positiv beeinflussen. Ob es die Kraft ist, ob es die Gefäße sind, ob sie Knochen sind, nervlich. Diese Schwingungen sind einfach positiv und harmonisch auf den Körper abgestimmt. Mhm. Und ganz besonders, oder das, was dieses System unterscheidet von anderen sogenannten Vibrationsplatten. Man könnte jetzt in Versuchung kommen und das damit zu verwechseln. Ja. Das Besondere ist, glaube ich, diese Sinusschwingung, unterschiedlich rechts und links alternierend diese Bewegungen, die man hier macht. Aber wir sehen es ja gleich dann live. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch zwei weitere Aspekte, die das... Ja, es gibt noch den einen Aspekt, dass unser Körper eben auch schwingt, unsere inneren Organe schwingen und in Herzzahl und das tut dieses Gerät eben auch. Und das ist tatsächlich abgestimmt auf unseren Körper, auf unseren Organismus, dass diese Sinuswelle in Herzzahl auch in unseren Körper eindringt und auch da positiv wirkt. Und dann haben wir noch die andere Komponente, ist die Schwerkraft. Wir haben bei dem C-Wave alternierende Platten, die eben auf und ab gehen und die erwirken auch eine gewisse Schwerkraft. Und die brauchen wir nachher auch, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist nochmal, dass eben nervlich diese Muskeln, wir sagen dazu propriorezeptiv, besser miteinander arbeiten. Das heißt, die Reaktionszeit der einzelnen Muskeln wird über diese Sinuswelle verkürzt. Und dadurch werden die Muskeln breiter zu arbeiten, kräftiger, ja, in der ganzen Muskelkette. Mhm. Ja. Ich habe von euch schon gehört, deswegen habe ich mal ganz flapsig das Ganze bezeichnet als Bewegung für Faule, dass man innerhalb von wenigen Minuten quasi diese 10.000 berühmten Schritte simulieren kann, die so empfohlen werden, die man täglich gehen sollten und die sich manche oder viele mühsam erlaufen über den sehr Tag hinweg. Ja. Mhm. Also sehr spannend, aber das ist ja nicht nur das, sondern die Einsatzbereiche, wie ich mittlerweile gehört habe, sind quasi unbegrenzt. Enorm, enorm. Wir kriegen auch immer wieder von Patienten, die es auch zu Hause nutzen, die kommen dann an und sagen, Herr Lülf, ich habe da eine Idee gehabt, diese Übung kann ich dir... Super,
Ja, toll, also es gibt da eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ich natürlich habe und vor allen Dingen nicht nur Übungen, die ich drauf habe, sondern auch Indikationen. Ne? Von der Neurologie angefangen bis zur Orthopädie, bis Innere, haben wir da so viele Möglichkeiten. Natürlich auch der Sport hat seine Berechtigung darin, Geriatrie. Bitte entschuldigen Sie ganz herzlich diese kurze Unterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten. Das dient nicht nur uns zur weiteren Verbreitung dieser Sendung, sondern wir können damit ganz, ganz vielen Menschen mehr Hoffnung schenken. Danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Auf Wiedersehen. Sturzprophylaxe, wenn man das jetzt mal so im Zusammenhang nennen darf, da haben wir eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und dadurch, dass wir jetzt auch noch, das haben wir jetzt heute nicht dabei, aber es gibt ja noch diese Polsterung dazu. Und wer würde denn jetzt denken, wenn ich auf so einem Schwingungsgerät stehe, dass ich die Lunge positiv damit beeinflussen kann? Ne? Erstmal gar keiner. Ne? Lymphgefäße zu entstauen, ne? Wer würde das jetzt erstmal so denken? Das kann man tatsächlich nachher auch im Liegen machen. Ne? Naja, also grundsätzlich würde ich schon denken, weil ich, also wir werden es ja dann sehen, ne, wie das Ganze dann sich auch auf den Körper überträgt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass diese Schwingungen, die da erzeugt werden, dass die sich eben einfach von unten aufgebaut über den ganzen Körper fortsetzen. Richtig. Kann ich denn auch im Stehen, weil du die Lunge jetzt explizit angesprochen hast, kann ich denn auch im Stehen die Lunge ansteuern? Mit sicherlich nicht so effektiv bin ich, wenn direkt. ich tatsächlich drauf liege. Ne? Mhm. Also man kann sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen, man muss die Polsterung nachher haben, man kann ja nicht so mit dem Rücken drauf liegen, das wäre ein bisschen zu hart. Aber mit der Polsterung kann ich tatsächlich direkt auf diesem C-Wave liegen und kann dann das C-Wave dementsprechend einstellen, will ich es im Brustkorbbereich haben, möchte es im Lendenbereich haben und möchte ich es an der Knie haben. Ne? Und da erstreckt sich dann eine Vielzahl von Indikationen und Möglichkeiten, nur weil wir jetzt liegen dürfen. Ja, ja. Habt ihr denn, also bloß weil wir gerade drüber gestolpert sind, über die Lungenthematik, habt ihr denn im Zuge oder bei den aktuellen Symptomatiken, die wir jetzt haben, so seit 2-3 Jahren, habt ihr da auch schon positive Erfahrungswerte? Ja, den einen und den anderen haben wir schon, ne? Ja, aber es ist noch nicht ganz so weitgreifend, muss man sagen. Mhm. Da sind wir noch dran, auch mit diesen Kissen zu arbeiten und natürlich dann auch zu schauen, ne, wie sich das entwickelt. Aber es ist positiv, sehr positiv. Ja. Gerade, wenn man jetzt an Krankheitsbilder denkt, dann ist das so COPD oder auch Mukoviszidose. Das ist eine Erkrankung, die dann, wo die Lunge mehr Schleim ansammeln, die müssen viel abhusten. Das kann man natürlich mit diesem Gerät wunderbar unterstützen, diese Geschichten. Ne? Okay, aber wir haben ja auch von dir in einem früheren Interview auch schon gehört, dass es so eine Sache ist, dass auch dann manchmal ein bisschen länger braucht, ne? Bis sich der Körper dann auch wieder regeneriert, natürlich, je nachdem wahrscheinlich, wie schwer die Problematik ist. Ne? Mhm. Würdet ihr sagen, das ist auch eine eine Geschichte für eine Akutbehandlung oder? Ja, das ist immer so weitreichend akut. Ja. Ne? Also es ist tatsächlich eine Kontraindikation, solltest du eine akute Entzündung haben. Aha, ne? Okay. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf. Und also akut möchte ich jetzt nicht sagen, aber da gehören andere Maßnahmen erstmal hin, wenn du eine akute Entzündung im Körper hast. Wenn einer erkältet ist und hat dann Virus in sich, geht auch nicht gerade joggen. Ne? Ja, das sollte man dann auch nicht machen. Also verstehe. Akut würde ich jetzt nicht sagen. Also das wäre eher akute Entzündung, eine Kontraindikation, dass man es vielleicht nicht nutzt. Okay, fein. Ja. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal in Medias Res, sagt man, glaube ich. Also dann zeigen wir doch einfach mal, du wirst uns so freundlich sein und wirst uns das vorführen. Ich werde das. Ein paar Übungen, die da möglich sind damit. Und du wirst es ein bisschen erklären und ein bisschen beschreiben. Ich erkläre das jetzt erst nochmal. Also wie man jetzt auch sieht, steht sie jetzt links und rechts auf einer Platte mit den Füßen. Da sollte man jetzt darauf achten, dass das Ganze, sagte ich schon einmal in einer Sendung, achsgerecht ist. Stell dich mal nicht achsgerecht hin. Stell dich mal ein bisschen breitbeiniger hin. So, ne? Das ist nicht achsgerecht. Ne? Das ist einfach nicht achsgerecht. Stell dich wieder achsgerecht hin. Wir haben die Füße Richtung Max. So, auf Maximum. So steht es ordentlich. So ist das Kniegelenk ordentlich. So ist die Hüfte ordentlich. Schulter
Boah, da ist man. Kann man da auch sagen, das ist so schulterbreiter Stand, oder? Genau, ja, man kann auch sagen, so schulterbreiter Stand. Mhm. Ne? Das wäre jetzt in Ordnung. So sollte man draufstehen. Und jetzt können wir auch anfangen mit den anderen Übungen. Wir wollen mal zuerst anfangen mit einer Übung. Das ist eine ganz einfache Kniebeugung. Mhm. Ne? Mach das mal, wir sagen mal trocken dazu, ohne Vibration oder ohne Schwingung jetzt erstmal dazu. Einfach nur mal die Beugung. Das werden wir machen. So, okay. Dann lass ich es mal schwingen. 15 Hertz habe ich eingestellt. Das sollte man, wenn man jetzt eine Kräftigung haben möchte, sollte man schon auf 15 Hertz gehen. Wenn man eine Lockerung haben, dann macht man das vielleicht eher so auf 8 bis 9 Hertz. Ne? Aber wir wollen ja jetzt ein bisschen kräftigen. Mhm. Warum mache ich die Übung? Es ist eine Grundübung, die wir drin haben. Die kann auch erstmal jeder machen. Ne? Außer eine Kontraindikation, von der wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Das wäre jetzt was für die Arthrose. Wer hat keine Arthrose? Ne? Jeder leidet mal an Arthrose. Der Verschleiß der Kniegelenke. Da kann ich jetzt schon mal wieder wunderbar die Kniebeugung machen. Was passiert da? Muskeln spannen sich an. Der Oberschenkel spannt sich sehr schön an. Und es kommt Synovia, das ist die Gelenksflüssigkeit. Wir brauchen die zur Schmiere, zur Ernährung. Und die wird jetzt wieder hergestellt oder produziert. Mhm. Ja? So, eine ganz einfache Übung, Kniebeugung und Streckung. So, wenn wir gerade bei der Kniebeugung sehen, gehen wir ganz in die Streckung nach hinten. So, und einmal geht die Vibration bis hoch an den Kopf. Mhm. Der eine mag es, der eine kann es nicht. Dann gehen wir ein bisschen in die Beugung und dann bleiben wir dann auch da. So, jetzt kann ich natürlich tiefer gehen oder ich bleibe in diesem Bereich. Das ist natürlich auch wieder abhängig von dem Anwender. Hat er da Knieschmerzen, kommt er nicht weiter? Na? Also schmerzfrei sollte man schon darauf trainieren. Mhm. Also wir sehen, es ist eine ganz schnelle Bewegung nur zwischen beiden Füßen. Genau, die Platten gehen links wie rechts auf und ab. Und das ist jetzt 15 Hertz, wie gesagt, eingestellt. So. Aber es sind, ich habe es richtig in Erinnerung, es sind 7 mm. Ne? 7 mm, 3,5 runter, 3,5 hoch. Mhm. Ne? So, ich mache es mal ein bisschen langsamer. So, da sieht man das vielleicht noch mal deutlicher, wie schön die Platte auf und ab geht. Ja. Ja. Okay. Aber man sieht jetzt auch noch mal, wenn man das jetzt auf 5 Hertz habe ich es jetzt gestellt, ist ausgegangen, 5 Hertz. So, da kommt keine Kräftigung zustande. Ja. Ne? Da kommt jetzt keine Kräftigung zustande. Da brauche ich dann also schon mehr Hertz, in dem Fall 15 Hertz. Wir können aber auch hochgehen auf 28. Ne? Aber so kann man sich langsam annähern, oder? Sollte man tun. Ne? Dass man mal, wenn man dann Anfänger ist, vielleicht auch mal anfängt mit 15 Hertz, dann orientiert man sich so mal so Richtung 16, 17, 18 Hertz. Sollte es mal sein, dass ihr sagt, oh, das ist mir zu stark, geht mal ein ganzes Stückchen vor. So. Weil hier vorne ist ja die meiste Energie. Mhm. Ne? Das heißt, hier vorne habe ich die meisten Schwingungen, die stärksten Schwingungen, nicht die meisten, aber die stärksten Schwingungen. Und wenn das zu viel ist, dann gehen wir halt mal eine halbe Ferse zurück. So, dann geht es auch. Dann habe ich da ein bisschen weniger. Mhm. Ja? Jawohl, okay. Mhm. So, jetzt waren wir beim Stehen gewesen. Auch da hatte ich gesagt Arthrose. Aber ich mache es einfach nochmal an. Arthrose hatte ich gesagt. Aber das ist natürlich jetzt auch eine feine Sache. Ich gehe mal wieder hoch auf 15 Hertz. Ich wollte noch dazu sagen, hatten wir im Vorgespräch schon, es gibt ja noch was, woran man sich auch festhalten kann. Ne? Richtig. Dass jetzt niemand das Angst hat. Oh richtig, Gott, das ist natürlich gut, dass du ich das sagst. Gar nicht, natürlich. Ob ich da Gangway sagen wir dazu. Ne? Es ist mehr oder weniger ein Haltegriff, gebaut wird. Genau. Ja. Und da kann man sich dann natürlich auch halten. Das wäre dann auch eine Möglichkeit für Patienten, die eben, und da kommen wir jetzt gerade auf das nächste Krankheitsbild, in Anführungsstrichen, ist die Sturzprophylaxe, die wir gerne machen. Ältere Menschen, die da Probleme haben, die müssen sich natürlich irgendwo auch festhalten. Aber das machen wir auch gerne mit älteren Menschen. Sturzprophylaxe, nur erstmal die Kniebeugung machen, die Kniestreckung machen, das reicht schon aus. Die haben Probleme. Sie sind unsicher. Ja. Und wenn jetzt so eine Vibration, Schwingung von unten auch kommt, das ist natürlich für die wahnsinnig kraftaufmäßig und die Angst spielt eine kleine Rolle. Und deswegen ist es gut, wenn man sich dann auch festhalten kann. Ja, aber auch das nur ein paar Minuten, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Ne? Also man muss da nicht eine halbe Stunde draufstehen. Überhaupt nicht. Mhm. Wie gesagt, bei der Sturzprophylaxe, da tun wir auch ein bisschen abwägen. Was haben wir da für einen Patienten? Vielleicht nur mal eine Minute drauf.
Mhm. Man muss das ja erst auch mal kennenlernen. Ja. Ne? Aber 3 Minuten ist nachher unser Ziel. Mhm. Ne? Okay. Ja. So, dann haben wir die Sturzprophylaxe, jetzt auch Osteoporose. Ja, auch bekannt, jetzt durch die Vibration tun die Knochenbällchen sich bewegen, mhm, und im Knochen findet tatsächlich, und da gibt es schöne Studien drüber, die Bällchen wieder fester und werden produziert. Und es gibt einen festen Knochen nachher. Ne? Okay. Und genau das wollen wir ja. Also nur Ernährung allein reicht nicht, wir brauchen Bewegung und die hätten wir mit dieser Schwingungsmaschine optimal. Mhm. Ne? Ja. So. Da haben wir doch schon was gehabt. Das erste. Ja, sie geht auch schon über in die nächste. So. Wäre immer ein bisschen Abwechslung. Genau. Ja. Genau. Ja. Was wir wollen machen? Mhm. Beckenkippübung. Genau. Ja, die Beckenkippübung machen wir mal. Machst das mal ganz kurz vor, auch wieder trocken, sagen vor. Wir dazu. Ne? So, die einen oder anderen Frauen, da können wir Männer jetzt weniger mitreden, kennen das auch als 6 Uhr und 12 Uhr Übung vom Bauchnabel, mhm, ausgehend. Ne? So. Ist natürlich auch sehr gut für den Beckenbodenbereich, für den Lendenbereich. Und das möchte ich jetzt auch mal ganz kurz starten. So, die Roswitha macht es da schon richtig. Sie nimmt schon die Hände mit als Hilfestellung und macht die Übung mit den Händen mit. So, mhm, hat man eine leichtere Führung vom Becken. Viele machen es da falsch und bewegen einfach nur im Knie. So soll es sich eigentlich ausschauen, dass das Becken nach hinten sich bewegt, nach vorne. Oder wie gesagt, hier 12 Uhr und 6 Uhr, mhm, Übung vom Bauchnabel, mhm, ausgehen. Ne? Mhm. So, hervorragend natürlich auch wieder für die Beckenmuskulatur, die natürlich jetzt auch dazu beiträgt, bei der Inkontinenz zum Beispiel. Ne? Wird so hinter vorgehaltener Hand oft... Klar, ist so ein Tabuthema. Ja, ist ein Tabuthema. Mhm. Ne? Aber hervorragend, oder nach Prostata-Operation haben wir auch sehr viele Patienten, die da auch unter Inkontinenz meistens leiden. Also das heißt, der Herr würde es genauso machen. Der Herr kann das genauso, mhm, machen. Ja, ne? Genau. Ja, oder ja, Bandscheibe, ne? Also im unteren Bereich. Und die Bandscheibe zur Mobilisierung der Lendenwirbelsäule ist das auch eine sehr schöne Übung. Mhm. Ja, und da hat man jetzt schon 3 Indikationen und da gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten. Aber die Lendenwirbelsäule, was die Roswitha ja auch schon in Erfahrung hatte mit ihrem Bandscheibenvorfall zur Mobilität, die Inkontinenz, ob das jetzt nach postoperativ, nach der Prostata-Operation ist oder eben Altersinkontinenz, gibt es ja auch. Mhm. Ja. Gut. Und sie ist schon bei der nächsten Übung. Was wollen wir machen? Die Rotation, die Rumpfrotation. Ja, und jetzt machst du es gleich durch, genau, die Rumpfrotation. Ganz einfach, sie verschränkt die Hände. Wer sich unsicher ist, hat vielleicht die Gangweed, er kann sie auch halten und trotzdem die Rumpfrotation machen, das geht ja trotzdem auch. Oberkörper sollte dabei schön gerade sein, physiologisch gerade, zeige ich Ihnen gleich nochmal, was das ist. So, das Gerät hat schon wieder Pause. So, ne? Rumpfrotation, das ist natürlich hervorragende Übung für die gesamte Wirbelsäule jetzt auch. Ne? Und da kann sie noch ein bisschen spielen mit der Streckung und mit der Beugung zusammen. Du kannst jetzt mehr beugen. Oder wenn sie sagt, die Vibration, die Schwingung soll ein bisschen höher kommen, dann streckt sie die Knie etwas mehr. Ne? Ich habe trotzdem das Gefühl, egal auf welcher Höhe ist das, die Vibration. Oder die Schwingung. Die Schwingung doch sehr weit doch hoch sehr geht. Weit ne? hoch, ja, ja. Sich fortsetzt. Das tut, ne, sie auch. Wenn, mhm, man mal die Hand hinhält an, mhm, den Rücken, dann merkt man auch, dass sie weit oben an der Brustwirbelsäule, mhm, ist. Ne? Ja. 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 Und zu guter Schluss, nee, noch nicht. Wir haben ja noch die Seitenneigung. Um Gottes Willen, wir machen auch eine Seitenneigung in der Wirbelsäule. Ne? So, schau mal. Ganz wichtig. Schöner, ja, gerader, mhm, Rücken. Und dann dürfen Sie mit den Händen am Oberschenkel Außenrand runterfahren. Soweit sie eben kommt. Das muss, mhm, bis zum Knie sein. Auch hier wieder eingestellt 15 Hertz. Mhm. Ne? Unser Ziel ist es, 3x3 Minuten zu machen mit kurzen Päuschen zwischen. Ja? Am Anfang, wie gesagt, 1 Minute, 2 Minuten auch gut, bis man sich daran gewöhnt hat und damit richtig trainiert, kann man dann 3x3 Minuten machen. Mhm. So, dann haben wir noch die Flexion, die Beugung. Na, da fangen wir am Kopf oben an, das hat sie schon richtig gemacht. So, genau. Und von unten richten wir uns wieder langsam auf und gehen dann gleich in die Streckung über, nach hinten. Auch hier
für Geübte, das ist sie nun mal, ja, ne, ist das ohne Haltemöglichkeit auf jeden Fall machbar. Jeder andere, entweder hat man Hilfestellung dabei, ein Therapeut, oder man hält sie auch mal kurz fest. Es müssen die Arme nicht nach oben. Ne? Wichtig ist der, oder wichtig ist die Wirbelsäule, dass die sich bewegt. Mhm. Ne? Nach vorne, nach unten. Ja. Wunderbar. Das war's dazu. Ne? Dankeschön für die Demonstration. Ja. Dann setzen wir uns wieder. Weil ich ja gerade sagte, schön gerade drauf. Was ist gerade? Ne? Gerade gibt es eigentlich nicht an unserem Körper. Das gibt es gar nicht. Ne? Wir sagen immer physiologisch gerade. Das heißt, so wie mein Körper gebaut ist, physiologisch, so bin ich dann auch gerade. Aber wie weiß ich, wie ich das bin? Ja. Ne? Und da kann man vielleicht mal, könnt ihr gerade mal mitmachen, dann nehmt ihr mal den kleinen Finger und tut den an den Bauchnabel. Ja, so, das geht auch übers Hemd. Wo ist er so, denn? Die Finger, ja, bitte in den eigenen Bauchnabel, dann funktioniert's. So, dann streckt ihr und der Daumen kommt ans Brustbein, richtig? So, und dann strecken wir hier die andere Hand, der kleine Finger kommt jetzt auf den Daumen hier oben rauf. Jetzt müssen wir auf das Gerät aufpassen. So, und dann haben wir hier oben eine kleine Kuhle. Da ist dann auch das Schlüsselbein links wie rechts. Da fällt der Daumen rein und das ist jetzt physiologisch gerade. Aha. So bin ich jetzt gerade physiologisch. So ist die Alexandra gerade, so war die Roswitha gerade. Alles andere wäre jetzt übersteigt oder eben dementsprechend zu krumm. Das passt ja dann auch nicht. Den Stock gibt es nicht mehr. Ich verstehe, okay. Ja. Aha. So kann man das ein bisschen kontrollieren. Und das ist Körpergefühl. Das musst du jetzt nicht nochmal machen, das weißt du jetzt. Ja. Das weißt du jetzt, du würdest dich jetzt physiologisch gerade hinsetzen, kontrollierst das, so wäre es dann auch. Mhm. Ja. Also das ist eine ganz einfache Übung, vielleicht auch ein kleiner Tipp fürs Büro. Ja, ja, weil wir halt einfach, wenn wir eine Minute später sind und wir haben uns vorher bewusst gerade hingesetzt, schon eine Minute später sind, dann haben wir das zusammen. Automatisiert sich dann. Ja, ja. Also das ist tatsächlich eine gute Empfehlung für unsere Zuschauer, das mehrfach am Tag immer mal zu, naja, kontrollieren ist blöd, aber einfach wieder auszurichten. Ja, aber kontrollieren ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, wie du das sagst, Alexandra. Ja. Weil wir geben den Tipp mit, ein kleiner Klebezettel, und dann schreibst du drauf Kleinfinger Daumenübung. Ah. So, klebst du an deinen Computer und wenn du drauf schaust, dann korrigierst du dich nur. Ne? Fällt es irgendwann mal wieder ein, korrigierst dich wieder. Ja, du musst jetzt nicht mehr die Hände dran machen. Du weißt das. Du hast dieses Körpergefühl. Mhm. Ja. Aber es ist grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, was Energieflüsse angeht, und da ist ja unsere Wirbelsäule dann auch mal mit beteiligt beim gerade Sitzen. Ne? Mhm. In unserer Wirbelsäule ist das vegetative Nervensystem eingebettet und das fließt doch, also da muss ich kein Fachmann dafür sein, das fließt doch einfach besser. Natürlich. Wenn natürlich ich ausgerichtet bin, wenn ich gerade sitze, als wenn ich da irgendwie krumm irgendwie sitze. Ja. Da von der Atmung ausgehend jetzt auch, ne, die Lunge ganz frei. Ne? Das Zwerchfell kann ganz anders arbeiten, wenn du gerade sitzt oder stehst. Ne? Apropos Atmung, das spielt das da auch eine Rolle? Wird hier auch ganz bewusst der Atem auf eine spezielle Art und Weise eingesetzt, wenn man diese Übungen macht? Wie beim Sport auch, ja. Man sollte auch ganz bewusst auf seine Atmung achten. Aber jetzt nicht jetzt einatmen und jetzt ausatmen, sondern eben einfach Nein, ein bewusstes. Aber es gibt tatsächlich Übungen, gerade im Beckenbodenbereich. Ne? Aber da musst du dann ein bisschen fortgeschritten sein oder hast einen Therapeuten auch dran, der dann nochmal intensiv die Beckenbodenmuskulatur mit Atmung erreichen kann. Mhm. Plus das C-Wift dazu, plus die Schwingungen dazu. Optimal. Ja. Du hast mir auch schon mal das Handbuch oder das Trainingshandbuch in die Hand gedrückt. Ja. Das ist sehr umfangreich und das ist auch, wie ich gesehen habe, ganz gut gestaltet, sodass man sich recht gut zurechtfindet, je nachdem, mit welcher Problematik die man hat. Ne? Richtig. Also richtig. Sehr ausführlich und sehr leicht verständlich habe ich das empfunden. Ja, ne? Ja, danke. Ja, wunderbar. Jetzt kann man diese Geräte auch ausprobieren? Die Frage nochmal an euch. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit? Also bei euch wahrscheinlich, ne? Bei uns, zu euch in die Behandlung kommt, oder?
Genau, genau. Aber wenn jemand natürlich anfragt, weil er gehört hat oder auf unsere Homepage gegangen ist und macht einen Termin aus, dann kann der das auch, sind wir paraten zur Seite natürlich. Ja, super. Genau. Ja, wir leiten das natürlich auch weiter. Ja. Man ist ja nicht jeder in unserer Nähe. Ne? Ja, das ist ja... Ne? Das ist ja nicht jeder in unserer Nähe. Und sowas kann man halt nicht online einfach... mal geschwind in die Tasche stecken. Nein, ne? Und zeigen. Nein, das geht auch nicht. Und aber da haben wir nachher Möglichkeiten und wenn da wirklich Interesse besteht, dann leiten wir auch den Kontakt gerne weiter, wo das dann auch nachher dementsprechend bearbeitet wird. Und da finden wir schon eine Lösung. Da finden wir schon eine Lösung. Jawohl. Wo findet man euch denn im Internet beispielsweise, dass man sich informieren im Internet kann? Sind wir unter www.reha-lülf.de. Das ist die Website, da sind wir tätig. Und tätig sind wir, so wollte ich sagen, in Pforzheim, in der Goldstadt Pforzheim. Und oder in unserem schönen Schönberg, Nordschwarzwald, im Kreis Calw. Ne? Also diese Möglichkeiten haben wir da auch. Okay. Ich glaube, es gibt auch von Herstellerseits noch ein Showroom, glaube ich, auch in der Schweiz. Ja, Showroom, genau. Die Adresse kann ich Ihnen leider nicht mit. Aber wenn da wirklich jemand Interesse hat, wie gesagt, wir leiten das gerne weiter. Super. Dass der also da findet Interessent sich eine Möglichkeit. Genau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja? Also prinzipiell finde ich das eine ganz tolle Sache. Also ich erinnere mich jetzt gerade wieder an meine Vibrationsplatte, die zu Hause irgendwie verstaubt. Und ich sehe auch deutlich die Unterschiede, die die Systeme zueinander haben. Ja. Und habe auch ganz gut verstehen können, ich hoffe die Zuschauer auch, was den Unterschied macht. Also diese Sinuswelle, eben, die dann durch den Körper geht und die dann für die Belebung, so würde ich sie vielleicht jetzt mal ganz banal ausdrücken, für eine Belebung des Systems sorgt, Blut, Kreislauf und natürlich das ganze Skelett, das Gewebe, Darm. Und da haben wir ja schon viel auch drüber gesprochen in anderen Sendungen. Da kann sich der Zuschauer gerne auch noch mal da schlau machen. Oder eben auf eurer Website. Ne? Oder anrufen. Okay, wunderbar. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns mal eine Live-Präsentation gegeben habt von diesem System, von diesem Gerät und wie man damit umgeht. Ne? Ja, so ist es. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg euch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke auch. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie hatten auch so viel Spaß wie wir mit der Live-Performance von diesem Schwingungssystem. Und im Namen meiner Gäste wünsche ich Ihnen natürlich wie immer Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und schauen Sie auch gerne das nächste Mal wieder rein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, den Kanal hier unten noch zu abonnieren oder über Wikisana alle unsere Sendungen auch werbefrei anzuschauen oder diese Auswahl von Sendungen zu konsumieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.